Wir sind im Pfadfindermuseum. Mhm. Das ist ein gar so kleines Museum, ist es ja gar nicht. Natürlich kann es mit den ganz Großen nicht mithalten, hat aber ganz eine große Bedeutung. Wir haben den Museumsherrn bei uns. Was für einen Zweck erfüllt dieses Museum und vor allem, wie lange gibt es es schon? Also das Pfadfindermuseum ist das Herz eigentlich der Geschichte der österreichischen Pfadfinderbewegung. Wir sind hier an diesem Ort in der Löschenkohlgasse im 15. Bezirk in Wien seit nunmehr 12 Jahren. Die Sammlungstätigkeit begann allerdings bereits 1971, damals noch an anderen Orten, in anderen gemieteten Wohnungen. Und wie gesagt, also vor 12 Jahren haben wir dann verschiedene Sammlungen, die es gegeben hat, hier vereinigt und sind jetzt in Österreich das einzige Pfadfindermuseum, das wir in Österreich haben und gehören auch, und das kann ich mit Stolz sagen, zu den Top 3 in Europa. Das heißt, wenn ich mich dafür interessiere, da gibt es fixe Zeiten. Wenn Sie sich dafür interessieren, wir haben jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Oder sonst, wenn Gruppen kommen, gegen Voranmeldung, können wir jederzeit auch zu anderen Zeiten öffnen. Vielleicht für Bundesländergruppen an einem Wochenende oder wann irgendeine Feier sein soll. Wir stehen aber auch zur Verfügung, was viele Pfadfindergruppen aus dem Wiener, aber auch aus dem Bundesländerbereich wünschen, zur Unterstützung von externen Ausstellungen. Also ein Beispiel, eine Gruppe hat ein Jubiläum, feiert irgendetwas, tut am eigenen Grund irgendwas aufbauen und sagen, wir wollen auch die Geschichte präsentieren. Dann kommt das also als Zusammenarbeit zwischen der Gruppe, die ihre eigenen Materialien zur Verfügung stellt, irgendwelche Fotos oder irgendwas von der Gruppe, und das Allgemeine stellen dann wir zur Verfügung, und so bauen wir gemeinsam zum Beispiel eine Jubiläumsausstellung auf. Ist ja gar nicht so schlecht zu erreichen. Löschenkohlgasse ist ja nicht so schlecht öffentlich auch zu erreichen. Geht herrlich mit der U3 Station Schweglerstraße und dann circa 4-5 Minuten zu Fuß. Übrigens, wenn man sich nicht auskennt, in der Station Schweglerstraße auf dem Umgebungsplan schauen, wir sind eingezeichnet. Ah, das ist interessant. Wir haben ja vorher schon geplaudert. Ich habe jetzt mich auch schon gefragt, wie schaut das aus? Die Pfadfinder, haben die noch Zukunft? Sind die weniger geworden? Sind die mehr geworden? Aber ich glaube, es gibt da so ein ganz positives. Pfadfinder ist positiv, nach wie vor. Also die Jugend wünscht nach wie vor und möchte nach wie vor die Betätigung in der Natur, das Abenteuer, das da ist, das Zelten, auch das Internationale. Es wird beispielsweise heuer auch wieder im Sommer, im Anfang August, erste Augustwoche, ein sehr großes Lager mit einigen tausend Teilnehmern und sicher 20, 25 Nationen, verschiedene vertreten, in Luxemburg geben, wo also auch wochenlang jugendlich gemeinsam campieren, gemeinsam Programm gestalten, gemeinsam Abenteuer erleben. Österreich hat derzeit ca. 85.000 Mitglieder in der Pfadfinderbewegung. Von Kindern, von ganz Kleinen bis zu Erwachsenen, es geht ganz durch, wobei die Erwachsenen halt dann entweder in der Jugendarbeit tätig sind oder in unterstützenden Funktionen. Man braucht ja halt auch jemanden, der irgendeinen Transport durchführt oder so wie wir, die sich um die Geschichte kümmern. Also ganz wichtig, dass das auch hochgehalten wird, dass man das ein bisschen präsentieren kann. Also wie gesagt, wer Interesse hat, soll herkommen. Wer Interesse hat, jederzeit gerne. Wir sind auch im Internet vertreten, unter pfadfindermuseum.org. Dort sind auch die Öffnungszeiten, dort sind Telefonnummern, dort sind E-Mail-Adressen drinnen, wo man sich an uns wenden kann. Und natürlich sind dort auch sehr viele historische Beiträge, beispielsweise über wahrscheinlich das größte Ereignis, das in Österreich stattgefunden hat. Das war 1951, das Jamboree. Jamboree ist ein Wort für das Weltpfadfindertreffen, das damals in Bad Ischl stattgefunden hat. Und mit bereits 1951, muss ich überlegen, da war Besatzungszeit noch, mit ca. 12.800 Teilnehmern. Bemerkenswert. Aus der ganzen Welt. Also das ist eine Leistung, die damals vollbracht wurde, natürlich mit Unterstützung jetzt von Amerikanern oder Engländern, aber die Hauptorganisation haben Österreicher getragen damals, und das in keiner einfachen Umgebung und in einer einfachen Geschichte. Also wie wir da durchgegangen sind, ich habe die Möglichkeit gehabt, immer wieder Fragen zu stellen, aber ich glaube, dass die Besucher haben dieselben Möglichkeiten. Wir bieten natürlich Führungen an durch die Ausstellung. Also wenn Besucher kommen, gibt es Führungen, und für Fragen stehen wir immer zur Verfügung. Das ist ganz klar.
Die am meisten Fragen stellen, das ist auch eine ganz interessante Sache. Wir haben heuer 10 bis 15 vorwissenschaftliche Arbeit betreut. Mhm. Das ist das Neue, was die Maturanten machen müssen in der 8. Klasse. Also eine kleine, sage ich jetzt, Diplomarbeit oder irgendwas. Und natürlich gibt es viele Pfadfinderinnen oder Pfadfinder, die dann über ihre Bewegung schreiben, zu verschiedensten Teilgebieten, ob das jetzt Pädagogik oder soziologische Themen sind oder irgendwas. Also wir haben einige betreut und auch ganz gute Noten gekriegt. Also ich kann jetzt nur sagen, liebe Zuschauer, wenn ihr Kinder habt, ab zu den Pfadern. Ja, das war sicher gut. Im Eingangsbereich des Pfadfindermuseums und Instituts für Pfadfindergeschichte haben wir die Möglichkeit, unseren Besuchern die Geschichte der Pfadfinderbewegung näher zu bringen. Es beginnt mit unserem Gründer Baden Powell, der 1907 das erste Pfadfinderlager veranstaltete und der als der Gründer gilt, über Österreich, über die Verbände, die bereits vor 1938 existiert haben, bis zur heutigen Zeit, sodass wir die Möglichkeit haben, hier einen kurzen Abriss über die Geschichte unserer Bewegung zu geben. Ein Teil unserer Sammlung, den wir hier in der Ausstellung zeigen, behandelt Orden und Auszeichnungen in der Pfadfinderbewegung. Das ist das Einzige im ehrenamtlichen Bereich, was man unseren Mitarbeitern geben kann, eine Auszeichnung. Und das, was hier ganz interessant ist, wir haben hier lauter Swastika-Orden, also das Hakenkreuz. Jetzt muss man sagen, der Gründer der Pfadfinderbewegung, Baden Powell, war englischer Offizier, wurde 1876 nach Indien versetzt, dort zu einem englischen Regiment, und hat dort die alte Swastika kennengelernt. Swastika ist ein uraltes hinduistisches, aber auch buddhistisches Symbol. Man findet es sogar auf Darstellungen aus Griechenland oder in der Hallstattkultur in alten Ägypten. Und es steht für das Glück bzw. das Sonnensymbol. Und das hat Baden Powell sehr gefallen, er hat das mitgebracht und es wurde dann in der Pfadfinderbewegung in verschiedenen Ländern als Auszeichnung eingesetzt. Mit 1933, mit der Übernahme natürlich der Nationalsozialisten in Deutschland, war das Symbol tot. Es konnte nicht mehr verwendet werden. Denn diese Orden, die wir hier haben, sind alle aus den 10er und 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, aus verschiedenen Ländern, also haben rein historische Bedeutung. Man muss dazu sagen, in Österreich wurden die Pfadfinder 1938 mit dem Einmarsch am selben Tag verboten. Es gab dann nur mehr die Einheitsjugend, HJ und BDM. Also Pfadfinderei wurde erst wieder 45, aber da bereits in den Trümmern des Krieges wieder belebt. Und die ersten Pfadfindergruppen entstanden bereits im Sommer 1945 wieder mit ehemaligen Pfadfindern, die vorher waren. Natürlich gab es auch in der Zeit des Krieges Untergrundtätigkeiten, aber offiziell nicht. Ja, Baden Powell war englischer Offizier, wie gesagt in Indien, hat er seine Tätigkeit begonnen. Und später war er der jüngste General, dass er dann am Ende des Burenkriegs, des zweiten Burenkriegs, 1899 bis 1900 geworden ist. Und die Dosen, die wir hier sehen, aber auch die Teller, die wir hier in den Vitrinen haben, stammen alle aus einer Zeit dieses Burenkrieges. Hier ist zum Beispiel eine Biskuitdose oder eine Teedose aus der Zeit. Und man sieht auch, da drauf sind die Generäle, die im Burenkrieg in Südafrika ihre Tätigkeit hatten, also die dort verantwortlich waren. Und da ist eben Baden Powell auch mit drauf. Auch auf den Tellern sehen wir ihn noch als Offizier, als Englischen. Das ist, obwohl er schon den typischen Pfadfinderhut auf hat, den hat er bereits beim Militär getragen. Er hat also dann auch die südafrikanische Polizei aufgebaut, eine Militärpolizeitruppe, wo er ebenfalls diesen Hut als Teil der Uniform festgelegt hat. Das heißt, Baden Powell war schon vor der Gründung der Pfadfinder, die 1907 war, so populär aufgrund seines Einsatzes und aufgrund seiner positiven Siege, die er hervorgetragen hat oder hervorgerufen hat für die Engländer. Er war so populär, dass die Leute sich bereits Teller oder irgendwas gekauft haben und zu Hause aufgestellt haben. Und natürlich hat das beigetragen dann für den Erfolg der Pfadfinderbewegung, denn mit dem großen General wollte die Jugend in Kontakt treten. Er war ein Idol. Ja, wir haben schon gesprochen vom Chamboree 1951 in Österreich.
Das ist eine der Tafeln, wir haben sehr, sehr viel Material davon, die von dem Chamber übergeblieben sind, die Abzeichen, Wimpel, sogar eine kleine Seife, den die amerikanischen Pfadfinder, die Boy Scouts auf Amerika mitgebracht haben, weil man weiß ja doch nicht, ob in Österreich schon die Kultur so hoch war, dass es Seife gab zur damaligen Zeit. Aber immerhin waren 12.800 Teilnehmer damals dabei in Bad Ischl im Sommer 1951 und es war das sicher größte Pfadfinderlager, das in Österreich stattgefunden hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass damals ja noch die vier Besatzungszonen waren, dass es bis kurz vorher, bis 1949, eine Lebensmittelrationierung gab, dass wir Probleme mit Transport hatten, dass wir Probleme mit Kultur, mit Organisation hatten und trotzdem haben die österreichischen Pfadfinderleiter damals, sicher mit Unterstützung auch von den Besatzungstruppen, von den amerikanischen und englischen, es geschafft, für 12.800 Jugendliche ein unvergessliches Erlebnis zu gestalten, dann ist es eine ganz fantastische Leistung gewesen. Mhm.